Stefan S. ist eigentlich nicht der Typ, von dem man meint, dass er im Internet auf Betrüger hereinfällt. Seit 10 Jahren arbeitet er in der IT-Branche, hat jeden Tag mit Computern zu tun. Er weiß, was er tut, dachte er. Wunderschöne Ferienwohnung direkt am Strand, traumhaft eingerichtet, so lautete die Anzeige auf einem Ferienhausvermittlungsportal. Auf seine erste Anfrage kam die befürchtete Absage. Zur von ihm gewünschten Zeit im August sei leider nichts mehr frei. 2 Wochen später landete eine neue Mail von der Verwalterin in seinem Postfach. Jemand habe abgesagt, nun sei Platz für ihn. Um die Buchung zu beschleunigen, solle er schnell an den Vermieter direkt das Geld überweisen. Wenn er die gesamte Summe gleich überweist, könne man ihm 10% Preisnachlass geben. Herr S. freute sich. Er überwies 5.000 Euro auf ein Londoner Konto des vermeintlichen Hausbesitzers. Die komplette Mietsumme für 21 Tage. Nachdem er keine Bestätigungsmails erhalten hat, wird er misstrauisch. Wie sich herausstellte, wurde die Mailadresse der Verwalterin gehackt. Sein Geld war weg. Das vermeintliche Urlaubsschnäppchen, ein Betrug. Fälle wie diese sind keine Einzelfälle, weiß Bernhard Jungwirth von der Informationsplattform Watchlist Internet. Themen, die uns so in den letzten Monaten ganz besonders beschäftigt haben, sind zum einen gefälschte Rechnungen. Hier gibt es immer wieder Wellen, wo viele, viele Internetnutzerinnen und Nutzer in Österreich E-Mails bekommen von angeblich von Telekom-Anbietern, angeblich von Lieferdiensten etc. Die letzte Welle war zum Beispiel ein vermeintliches E-Mail von DHL. Die gemeinsame Masche ist immer die, dass im Anhang eine Schadsoftware mitgeschickt wird, die sich dann auf dem Computer installiert und dort Schaden anrichten kann. Sei es zum Beispiel durch das Ausspionieren von persönlichen Daten oder sei es auch, indem dann der eigene Computer in einer Art und Weise missbraucht wird, dass hier Spam-E-Mails verschickt werden. Ein Thema, das uns auch immer beschäftigt, sind natürlich Fake-Shops in verschiedenen Varianten. Das können zum einen Online-Shops sein, die mit extrem günstigen Preisen werben. Was immer mehr wird auch oder was wir immer häufiger beobachten, ist so das, was wir als Liebesbetrug oder Love-Scam bezeichnen. Das heißt, wo hier Menschen, die auf der Suche nach der großen Liebe oder nach dem großen Abenteuer sind, hier ganz gezielt ausgenutzt werden, indem sie von Personen kontaktiert werden, die hier durchaus auch über mehrere Wochen oder Monate sogar hier ein Vertrauensverhältnis versuchen aufzubauen. Und wo es dann immer zu einem bestimmten Punkt kommt, wo das Opfer einen Geldbetrag überweisen muss. Letztlich ist all diesen Fällen gemeinsam, dass diese Sehnsüchte der Menschen ausgenutzt werden, das besonders günstige Schnäppchen zu ergattern, eine besonders günstige Wohnung zu finden, die große Liebe zu finden etc. Und da ist es leider Gottes so, dass man manchmal den Hausverstand ausschaltet. 3 Punkte. Wenn etwas zu verlockend ist, zu positiv ist, um eigentlich wahr zu sein, dann heißt es besonders kritisch zu sein und das Angebot nochmal dazu zu hinterfragen, geht da wirklich alles mit rechten Dingen zu. Das zweite ist technischer Grundschutz, das heißt wirklich Antivirensoftware verwenden und diese auch regelmäßig, sprich auch automatisiert zu aktualisieren. Es kursiert sehr, sehr viel Schadsoftware im Internet und das ist so ein Basisschutz dagegen. Und drittens, wenn man Zweifel hat, sich informieren, einfach im Internet recherchieren, zum Beispiel auf www.watchlist-internet.at nachschauen, um hier nicht in die Falle zu tappen.